Im niedersächsischen Hildesheim bieten die Eigenart-Architekten sowohl klassische als auch Innenarchitekturleistungen an. Für das Modernisierungsprojekt in Diekholzen wurde der Familie Müller-Bertram ein besonderer Service angeboten. Die Umbaumaßnahmen sollten im Zeitraum des Familienurlaubs durchgeführt werden. Um mit dem Ergebnis am Ende die Wünsche der Bauherren zu erfüllen und die Abläufe für den Alltag zu optimieren, wurden im Vorfeld die Bedürfnisse analysiert und individuelle Designentwürfe erstellt. Die Aufgabenstellung war, die Küche zu modernisieren, mit in den Wohnraum mit einzubeziehen, einfach ein bisschen mehr Licht und moderne Aufteilung, familiengerecht, das, was man heute einfach auch hat, dass der Essplatz und die Küche ineinander übergehen und für den Lebensraum einer Familie einfach genau angepasst der Mittelpunkt der Familie, die Küche, auch in den Mittelpunkt gerückt wird. Zur Veranschaulichung wurden die kreativen Ideen des Entwurfes dann als Vision in einer Visualisierung fotorealistisch festgehalten. Mit dem Umbau in Abwesenheit bleibt den Bauherren die dreckige und stressige Bauphase erspart. Also ich glaube, am interessantesten ist es tatsächlich für Familien mit Kindern. Der ganze Ablauf ist gestört. Es ist eine Baustelle, es ist Dreck, es ist Unruhe, Handwerker, die ein- und ausgehen. Es ist gerade für die Hausfrau oder auch berufstätige Mutter oder wie auch immer, ist das eine große Anspannung in der Zeit, weil es einfach Termine zusätzlich gibt und Absprachen, die einfach alles durcheinander werfen. Die Schwierigkeit des kleinen, zur Verfügung stehenden Zeitfensters verlangte von den Architekten eine gute Disposition und Organisation aller Gewerke. Uns war klar, dass hier mehrere Gewerke zur gleichen Zeit arbeiten müssen. Es waren aber auch alle informiert darüber, dass es eben so ein enger Zeitplan ist und dass man sich dann auch behelfen muss, auch wenn man auf engem Raum ist. Diese ganze Abstimmung der einzelnen Handwerker untereinander war ja schon eine logistische Anforderung, dass wir eben auch alle darauf aufmerksam machen, dass das in diesem Zeitraum eben auch problemlos funktionieren muss. Mit der Aufgabe, die Küche ins Wohnzimmer zu öffnen, sollte das Erdgeschoss kommunikativer und großzügiger werden. Die Küche als Ort der Arbeit sollte aus dem nicht mehr zeitgemäßen Bild gerückt und vielmehr heller und freundlicher Mittelpunkt des familiären Geschehens werden. Durch die verwendeten modernen Materialien wurde die Wertigkeit angehoben und mit neuester Technik steigt der Nutzwert der Küche. Wir haben die kleine klassische Insel in der Mitte des Raumes mit einem Tresen davor, der auch praktisch ist für die Kinder, dran zu sitzen, Hausaufgaben zu machen, abzuwarten, bis das Essen fertig ist, mit vorzubereiten. Und dahinter haben wir eine Küchenzeile mit dem Spülbecken. Darüber haben wir ein neues Fenster, was im Grunde den Fliesenspiegel ersetzt, den klassischen. Darüber die Hochschränke, um dann auch den Raum komplett auszunutzen. Und dieser Küchenbereich, der sich im Wohn-Ess-Bereich befindet, wird erweitert durch einen Vorratsraum bzw. Vorbereitungsraum, in dem dann wieder der Backofen sich auch befindet, Dampfgarer, Geschirrwärmer, also das ist so bestückt mit Hochschränken im Grunde, mit viel Stauraum und funktionaler Fläche. Entscheidend für das tolle Ergebnis war der reibungslose Ablauf des Bauplans durch eine gute Zusammenarbeit der Architekten und der Gewerke. Es hat alles komplett nach Plan geklappt. Wir hatten unseren Bauzeitenplan aufgestellt und vor allem sind wir natürlich zufrieden, dass wir die Bauherren empfangen können und es ist tatsächlich fertig. Die Präsentation des Ergebnisses war für die Handwerker, Bauherren und Architekten ein ungewohntes Highlight des Projektes, das mit Spannung erwartet wurde. So, wollen wir uns jetzt das Haus angucken? Na klar, ja. Sie bekommt den Schlüssel. Okay. Okay, so, dann sind wir mal gespannt. So, und wer kriegt jetzt den Schlüssel? Ach Mensch, herzlichen Glückwunsch nachträglich, ne? Zum Geburtstag, ne? Seinen eigenen.
toll aus. Riesig ist es geworden. Und es sieht doch so aus, als wäre hätte das nie anders hier sein können, ne? Ich finde wirklich, dass man auch nicht das Gefühl hat, dass einem irgendwie Platz fehlt oder so, sondern überhaupt nicht. Sehr, sehr großzügig, deutlich größer. Ja, das Fenster sind super größer. Ja. Das ist wie ein ganz anderes Haus, ne? Super krass. Super. Meiner Meinung nach ist ein Umbau in Abwesenheit der Bauherren dann sehr von Vorteil, wenn es sich um Bereiche handelt, die für die Familie eigentlich täglich zu nutzen sind, wie ein Badezimmer und eine Küche, also die ständig im Gebrauch sind und Begegnungsstätte für die Familie. Den letzten Umbau hatten wir vor 3 Jahren und das Erlebnis hier doch im Dreck über längere Zeit zu leben und im Krach war nicht ganz so angenehm. Da haben wir gesagt, vielleicht lässt sich das irgendwie mal komprimiert auf eine Zeit, wo wir gar nicht so viel Ärger mitbekommen, auch arrangieren. Was die Raumaufteilung betrifft und die Planung und den Entwurf oder Lösung auch der Räumlichkeiten, bin ich sehr zufrieden und finde, das ist total aufgegangen, dass es eher ein Gewinn ist. Ja, und es ist auch wirklich so, wenn man sich die Visualisierung anguckt und daneben das, was eigentlich draus geworden ist, ist es... Passt, ja. Genau. Mhm. Es ist schön, man hat Urlaub, man ist entspannt, man ist weit weg, entspannt sich und kommt wieder, hat ein neues Haus, alles ist sauber. Toll.